Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Das ist der Honda CRV. Ich bin der Jan und wenn ihr da draußen wollt, zeige ich euch jetzt sehr detailliert den Kofferraum von diesem SUV. Ich habe diverse Gegenstände, die ich hier einladen werde und ich habe auch alles für euch ausgemessen. Am Ende des Videos solltet ihr einen sehr guten Eindruck davon haben, wie groß der Kofferraum hier beim Honda CRV wirklich ist und was da alles reinpasst. Unser Honda CRV kommt mit einer elektrischen Kofferraumklappe. Ich habe einmal hier unten Taste, natürlich auch einen Innenraum hier. Auf dem Funkschlüssel habe ich einen Taster, den ich länger halten kann. Und wenn ich den Funkschlüssel hier bei mir trage, dann reicht auch eine Wischgeste. Na komm. Dann reicht auch eine Wischgeste. Einmal der Warnblinker meldet sich und dann fährt die Klappe hier elektrisch auf. Die Öffnung, die kann ich übrigens auch in der Höhe programmieren. Und die Klappe verfügt über einen Einklemmschutz hier im oberen Schulterbereich und noch viel wichtiger hier unten. Wir haben Kofferraumvolumen von 579 Litern zur Verfügung. Wenn ich die Rücksitzbank komplett umklappe, dann sind es 1634 Liter. Um mein Ravenol-Ölfass hier in den Kofferraum zu heben, muss ich erstmal 71 cm nach oben. Dann kann ich das Fass hier auf der Kunststoffladekante absetzen. Dahinter geht es quasi nicht, also einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter noch mal nach unten. Also eigentlich hat man hier keine Ladekante. Wenn ich stehen möchte hier unten drunter, dann sollte ich nicht größer sein als 1,91 Meter. Und die Klappe öffnet hier bis zu einer Höhe von 2,10 Meter. Die bräuchte man, aber man kann es, wie gesagt, auch programmieren. Wenn die Garage nicht ganz so hoch ist, programmiert man es hier einmal ein, indem man den Knopf gedrückt hält. Nee, der ist es. Und dann öffnet sie immer nur bis zur vorgegebenen Höhe. Ja, und dann schauen wir uns den Kofferraum mal gemeinsam an. Hier den Sichtschutz muss ich nach hinten ziehen, ein bisschen nach oben führen. Und dann schnellt er lautstark zurück. Es gibt hier an der Seite im ersten Bereich noch eine Führungsschiene. Danach verschwindet die aber. Wenn ich die Hutablage nicht mehr benutzen möchte oder brauche, dann drücke ich das Ganze einmal zur Seite und kann sie dann entsprechend ausbauen. Auf der rechten Seite des Kofferraums habe ich eine LED-Beleuchtung und einen Taschenhaken. Dazu einen Subwoofer und hier ist das Warndreieck festgeschnallt. Im unteren Bereich sehe ich zumindest zudem noch eine Zuröse. Das Pendant befindet sich hier vorne. Und nun mal so, man sieht es hier schon, die Rücksitzbank lässt sich verstellen. Die Lehne zumindest, das ist jetzt die Launch-Position. Und auf der anderen Seite habe ich so eine normale Position. Auf der linken Seite haben wir ebenfalls die LED-Beleuchtung. Daneben dann ein 12-Volt-Anschluss und hier auch noch ein Taschenhaken. Im unteren Bereich natürlich kein Subwoofer, sondern hier ein tieferes Fach. Und da haben wir dann auch wieder die Zurösen. Den ganzen Boden kann ich anheben, in zwei Schritten im Prinzip. Also der zweite geht gar nicht, sondern nur das. Hier habe ich das Tire-Kit und das First-Aid-Kit und dann noch irgendwas von Honda. Irgendwas sind Warnwesten. Ja, was man hier aber auch schön sieht, die Hutablage bekomme ich hier nicht irgendwie unter dem Kofferraumboden versteckt. Mit gebührendem Abstand zum Stoßfänger komme ich zwar hier an die Sitze heran, aber die haben hier gar keine Entriegelung. Dafür muss ich dann die Türen jeweils aufmachen. Hier unten habe ich einen Haken, den kann ich einmal ziehen oder hochdrücken. Das ging jetzt gar nicht mit einer Hand mal eben. Dann kommt es jetzt zumindest, ja. Und dann faltet sich der Sitz hier so zusammen. Die Rücksitzbank fällt im Verhältnis 60 zu 40. Es ergibt sich hier keine ebene Ladefläche, sondern ich habe hier eine richtige Stufe drin. Dazu steigen die umgeklappten Rücksitzbankhälften. Ja, wenig an, aber so ein Hauch nach vorne hin. Die Breite vom Kofferraum habe ich hier gemessen. Da ist das nämlich am schmalsten. Am Radhaus ist es nochmal so eine Auswölbung. 100 cm ist er breit. Am Einstieg ist er 83 cm hoch. Wohlweislich hier dahinter hat man ein bisschen mehr Platz. Aber wenn du das, den Gegenstand nicht reinkanten kannst, dann ist das halt der relevante Wert. Und die Höhe hier bis zum Sichtschutz habe ich mit 52 cm ausgemessen. Ich hatte euch ja eben schon gezeigt, die Lehnen kann man verstellen.
Das ist die steilste Position, in der man noch sitzen kann. Man kann das Ganze noch steiler aufstellen, aber dann muss man ja quasi mit gebücktem Rücken sitzen. Hier von dieser Position bis zur Heckklappe habe ich 84 cm Ladetiefe. Wenn ich den Sitz jetzt in die Launch-Position bringe, sind es nur noch 68 cm. Hier unten ändert sich auch ein bisschen was. Bei der Launch-Position sind es 93. Bei der Cargo-Position, sage ich mal, sind es 98 cm. Wenn ich die Rücksitzbank umlege, dann habe ich eine Ladetiefe von 166 cm. Und wenn ich den Beifahrersitz ganz nach vorne schiebe, dann kann man da kaum mehr sitzen. Aber man hat natürlich hier schön viel Platz. Dann kann ich hier Gegenstände einladen mit einer Länge von 2,09 Meter. Bei der bei dem Zeitraffer, da kann man immer ganz gut sehen, dass ich nicht nur stumpf einlade, sondern auch immer wieder zwischendurch probiere, das noch geschickter zu laden, dass möglichst viel in den Kofferraum passt. So sieht man jetzt hier der CRV, der fast, at least wollte ich schon sagen, mindestens 15 leere Wasserkisten. Und hier für euch als Beleg wieder, ich lade durchaus ordentlich, da steht nichts über, das soll alles vernünftig sein. Aber noch vernünftiger wäre natürlich das Ganze mit Spanngurten zu sichern, weil du willst natürlich nicht, dass das irgendwie in den Innenraum nach vorne weiterfliegt. Ja, nur Wasser ist ja blöd. Wir wollen ja auch einkaufen gehen, am besten für die ganze Familie. Diese Kisten sind suboptimal. Besser sind natürlich Einkaufstaschen. Nichtsdestotrotz, damit kann ich hervorragend visualisieren. 3 Kisten reichen für einen Wocheneinkauf für eine 3- bis 4-köpfige Familie. Eine Kiste reicht in der Regel für einen Single-Haushalt oder für 2 Personen. Wir bekommen hier 4 Kisten rein und noch eine Wasserkiste oder halt 3 Wasserkisten bzw. Wasser, Bier und irgendwie Mischgetränke und dann immer noch 3 Kisten. Das ist wirklich ein angenehm großer Kofferraum für eine Familie. Passt ein Fahrrad in den Kofferraum hier vom Honda CRV? Ich sage ja, selbstverständlich. Groß genug ist er. Ist auch schön breit mit 1 Meter. Jetzt ist die Frage, wie komfortabel ist das? Durch diese Stufe mittendrin. Ja. Ist es nicht ganz so klasse, aber Platz genug habe ich auf jeden Fall. Also es passt, das ist ein 28 Zoll Rennrad, uralt, aber so als Maßeinheit reicht das doch allemal. Und hier sieht man das auch, steht zwar ein bisschen über das Hinterrad, aber ich hätte hier nach vorne hin auch noch deutlich Platz. Und wenn man sich das Ganze hier ansieht, dann hat man, glaube ich, eine ganz gute Idee, dass man auch 2 Räder aufeinander legen könnte, wenn die Räder das denn mitmachen und die Radbesitzer. Wenn ich die Rücksitzbank nutzen möchte, kann ich trotzdem das Rennrad zumindest mitnehmen. Da habe ich jetzt die beiden Laufräder ausgebaut und man sieht es, glaube ich, es ist jetzt hier auch nicht knapp oder eng. So ein zerlegtes Rennrad bekomme ich hier ganz entspannt eingeladen. Und wenn ich ehrlich bin, auch da passen 2, denn behaupten kann man immer viel, zeigen ist viel besser. Ich könnte die Rahmen auch so hintereinander stellen, die Räder dann davor stellen. Also das geht auf jeden Fall. Man muss natürlich nur gucken, ich habe ja hier aus Demonstrationszwecken keine Kette mehr. Aber das kann man ja ein bisschen schöner machen und vor allen Dingen auch in Ruhe. Ich habe vor längerem mal einen Rollstuhl angeschafft. Wir hatten einen Fall, da mussten wir einen haben. Und den versuche ich jetzt natürlich auch immer einzuladen. Erst stehend so, dann quasi liegend so. Und da sehen wir schon mal, das passt. Da habe ich richtig Platz nach oben. Das heißt, es ist ein sehr hoher Kofferraum. Das geht nämlich nicht bei vielen Kombis oder SUVs. Stell die Sitzbank mal auf und dann kann ich den Rollstuhl hier auch ganz nach hinten rücken. Ja, und ich glaube, man sieht es ganz gut. Der passt hier wirklich locker rein. Und so hätte man noch ganze Menge Platz zum Zuladen. Genauso könnte ich ihn aber auch, wenn ich wollte,
natürlich sollte ich vorher die Bremsen anziehen, in den Kofferraum legen. Und selbst da habe ich hier hinter und an der Seite noch eine ganze Menge Platz zum Zuladen. Bei den großen SUVs komme ich mir mal ein bisschen blöd vor, wenn ich jetzt frage, passt diese gute Alu-Hilo-Leiter in den Kofferraum? Natürlich wird die reinpassen, ne? Überhaupt keine Frage. Aber die Leiter ist ein super Beispiel für, wer lädt denn heute eine Leiter ein? Ne? Wir haben ja alle eine Leiter. Aber es könnte auch ein Bügelbrett sein oder ein Snowboard oder ein Surfbrett oder ein Billy-IKEA-Regal, noch schön verpackt. Ich habe alle Gegenstände, die ich hier einlade, schön ausgemessen, bemessen, vermessen. Und die ganzen Maße findet ihr bei uns auf der Homepage. Unter jedem Video unten findet ihr im Beschreibungstext einen Link zu unserer Homepage. Und dann könnt ihr abgleichen, ob diese Leiter vielleicht irgendeinen Gegenstand gleich, den ihr gerne einladet. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der macht Modellbauflug, also Modellflugbau. Nee, wie heißt denn das? Der fliegt mit Modellbauflugzeugen. So. Und da ist es dann interessant, wie viel Tragfläche hier ins Auto passt. An dieser Stelle mal eine kurze Entschuldigung. Ich bin ziemlich durchgeschwitzt. Draußen sind es gut 30 Grad und hier drin hat sich auch richtig aufgeheizt. Dazu die ganze Zeit ein- und ausladen. Ich sehe halt so aus, wie es aussieht. Nichtsdestotrotz, mein Lieblingsspiel, der kleine Jan will verreisen. Was bekommt er nicht alles in den Kofferraum? Und ich habe wieder mein komplettes Peak Design Taschengedöns, sage ich mal, hier ins Auto bekommen. Von Peak Design habe ich ja diese Taschen. Das ist einmal die Tasche, 65 Liter. Und das gibt es auch noch als Rucksack, ebenfalls 65 Liter. Das Ganze habe ich zweimal und jeweils brav mit Altkleidern und Decken gefüllt, damit das auch alles hier schön realistisch bleibt. Dazu auch von Peak Design so ein Fotorucksack. Zwei Stück habe ich hier, jeweils 45 Liter passen da rein. Das wäre quasi Handgepäck. Und dazu noch zweimal Koffer. Einmal der große und einmal das kleine Aufgabegepäck. Das ist also eine ganze Menge. Und ich sage mal so, 3-4 Leute sollten da 1-2 Wochen auch mit auskommen. Zudem, da war sogar noch ein bisschen Platz. Also die Rucksäcke könnte man nach vorne nehmen und noch einen größeren Koffer hinten mit reinladen. Aber das ist das, was ich habe hier. Der letzte Gegenstand ist ein Stativkoffer, den ich früher mal angeschafft habe. Mittlerweile brauche ich ihn nicht mehr, weil die Stative viel kleiner geworden sind. Aber den habe ich quasi, seit ich den Koffer habe, immer wieder in den Kofferraum eingeladen. Also auch wenn ihr alte Ausfahrt-TV-Reviews seht, dann könnt ihr den in Relation setzen hier zu den neuen Fahrzeugen. Und den Koffer bekomme ich hier entspannt zwischen die beiden Radkästen geschoben. Da habe ich ja 1 Meter Platz und die Rolle braucht nur so 96 Zentimeter. 475 Kilogramm darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen. Davon darf ich 83 Kilogramm auf die Dachreling verbannen. Optional gibt es noch eine Anhängerkupplung, die hat eine Stützlast von 75 Kilogramm. Mit der darf ich dann Anhänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 750 Kilogramm. Wenn der Anhänger gebremst ist, ist er nicht gebremst, darf man nur 600 Kilogramm ziehen. Auf jeden Fall bekommt man auf die Anhängerkupplung auch einen Fahrradträger und kann gegebenenfalls 2-3 Fahrräder mitnehmen oder 1-2 E-Bikes. Ja, das war's. Ihr solltet jetzt einen sehr guten Eindruck haben, was man nicht alles in das aktuelle Modell vom Honda CR-V hineinbekommt. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich immer über einen Daumen nach oben oder einen freundlichen Kommentar. Wenn euch was gefehlt hat, lasst es mich wissen. Ich verabschiede mich jetzt wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.